Willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Wir hatten die Radio-Buttons behandelt. So, das sind ganz wichtige Anzeigeelemente für die Auswahl und diesmal werden wir uns mit den Check-Buttons beschäftigen. Das wird allerdings ganz schnell gehen, da die relativ ähnlich wie die Radio-Buttons sind, mit kleinen, aber doch sehr wichtigen Unterschieden, aber die sind schnell erklärt. So, wir gehen gleich mal in die Programmierung rein. Ich habe ganz frisch eine Datei angefangen, also gar nichts Neues jetzt. Ich importiere mir Kinter. So, dann erstelle ich mir mein Hauptfenster, tk, root ist gleich tk, das ist ganz wichtig und ich programmiere die Hauptschleife. So, das ist das Erste. Dann definiere ich mir jetzt meinen Check-Button und den nenne ich einfach C. So, das Programm wird kurz, deshalb dürfen wir uns hier diese Faulheit leisten. Wir müssen also erstmal auf gar nichts achten. So. Das ist eine Variable. Wie bei den letzten Widgets, mit Check-Button rufe ich den Konstruktor auf. Ich übergebe das darüberliegende Fenster. Ja, ich habe schon wieder hier mein Spracherkennungsprogramm, das ist schon wieder angesprungen. Das muss ich mal schließen. So, ich übergebe einen Text, der erscheint wie beim Radio-Button hinter dem Check-Button, hallo, nenne ich den mal. Dann, ja, und eigentlich ist es das schon, aber wir haben auch hier eine Variable und die nenne ich jetzt mal var und die muss ich auch hier oben definieren, nämlich var und hier muss ich wieder auf die Variablendefinition von tkinter zurückgreifen und ich nenne die int var. Bitte mit Klammern dahinter, das int war, das ist auch ein Konstruktor und ihr wisst ja vom letzten Mal noch, wir kommen da nicht direkt dran, sondern wir müssen uns den Wert mit get holen. So, und das Ganze packe ich jetzt einfach mal in das Fenster hinein und damit müsste unser Programm schon laufen, wenn es auch gar nichts tut, außer eben, dass es diesen Check-Button anzeigt. So. Und siehe da, da haben wir es. Ich kann Hallo anklicken. So. Es tut aber noch nichts. So, und das wollen wir jetzt ändern. Als allererstes werden wir uns jetzt noch ein Label definieren. Das nennen wir jetzt einfach mal L. L ist gleich Label. Wird auch dem Hauptfenster zugeordnet. Und der Text ist gleich mal sehen. So, das bringen wir noch auf unser Hauptfenster und ich möchte einen Command dazu setzen, nämlich wechsle. Und diesen Command, diese Funktion, die muss ich hier oben jetzt definieren, wechsle, es gibt keine Übergabeparameter, klar, so, und L. Da soll jetzt der Text geändert werden. L-Text ist gleich Hallo. Hallo, da machen wir Hallo Welt, weil das ja immer so beliebt ist. So. Und im Prinzip passiert nichts anderes jetzt erstmal in dem ganzen Befehl. Wenn ich den Check-Button betätige, dann wird Hallo Welt in das Label reingepackt. So, ich lasse das Ganze laufen und drücke den Check-Button und tatsächlich, aber wenn ich ihn loslasse, also wenn ich den jetzt wieder unchecked mache, also das Häkchen rausnehme, passiert auch nichts weiter. Ne? Das ist so eine Sache. Normalerweise sollte man jetzt irgendetwas erwarten.
Denn je nachdem, ob ein Benutzer einen Checkbutton anklickt oder nicht, sollte das Auswirkungen auf das Programm haben. Hier hat es einmal Auswirkungen, und weil dann nichts weiter passiert, dann ist er auch nutzlos. Gut, das wollen wir jetzt ändern. Was passiert mit der Variable? Was wird dort reingespeichert? Wenn ich nichts anderes angebe, wird 1 eingespeichert, also true eigentlich für der Checkbutton ist mit einem Haken versehen, und 0, wenn der Checkbutton nicht mit einem Haken versehen ist. Und das ist jetzt eine tolle Sache, denn ich kann das direkt in eine if-Abfrage einsetzen. If var Punkt get. So, und klar, wir holen uns den Wert durch var.get. Und jetzt muss ich gar nicht vergleichen, sondern bei 1 ist automatisch das auch wahr gesetzt. So, und else, und da kommt jetzt die andere Bedingung, 0. Ich brauche also kein elif, um noch weitere Werte abzufragen, sondern es gibt ja nur 2 Werte. So, und da, na, das kopiere ich mir jetzt raus. Text ist gleich nein, danke. So, und jetzt müsste er beim An- und beim Ausklicken 2 verschiedene Sachen auf den in dem Label ausdrucken. So. Also wir haben mal sehen, ich klicke an, hallo Welt, ich entklicke, nein, danke, ich klicke an und so weiter und so fort. Gut, wunderbar. Damit haben wir die Funktionalität von dem Checkbutton. So, der gibt also einen Wahrheitswert zurück, und mit dem kann ich weiterarbeiten. Hier ist es natürlich jetzt wirklich eine Spielerei, aber ihr habt mit Sicherheit schon in eurem Leben ganz viele Formulare vor euch gehabt, indem ihr dann anklicken wollt, will ich dies, will ich jenes. Also möchte ich, was weiß ich, mein Urlaubszimmer mit Dusche, oder möchte ich es mit Balkonblick und Pipapo und solche Sachen. Ne, das und dann kann man auswählen, und zum Schluss sagt er also, all diese Leistungen möchtest du haben, und errechnet dir dann zum Beispiel irgendwie einen Preis für eine Woche Urlaubszimmer oder was weiß ich. Ne? So gibt es eine ganze Menge an Einsatzmöglichkeiten. So, das war es auch schon in diesem Video. Im nächsten Video zeige ich euch noch, wie ihr die Variable war verändern könnt, wie ihr dort individuelle Werte reinsetzen könnt, was ich aber übrigens gar nicht empfehlen kann, weil sich das so schön einfach abfragen lässt, wenn man 0 und 1 zurückbekommt. Man muss halt bloß darauf achten, dass man dem Variablennamen dann etwas, einen Namen gibt, wo man sagen kann, jetzt weiß ich, wozu das gehört und wo das gedrückt worden ist, damit man das an ganz anderen Stellen im Programm dann leicht weiterverwenden kann. Also wir brauchen sprechende Variablennamen. Gut, aber das ist eine andere Sache. Das gehört jetzt zum Clean Code mit dazu, zur Übersichtlichkeit des Codierens. Im nächsten Video zeige ich euch noch ein paar kleine Sachen eben zu dem Checkbutton. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einmal einen Daumen hoch, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.